Die gute Nachricht ist, wir sind heute bei einem durchaus schwierigen Thema, nämlich beim Thema Landwirtschaft, Verbraucherschutz, einen deutlichen Schritt weitergekommen. Ein Thema, das der Union, der CDU, sehr am Herzen liegt. Wer ländliche Räume ernst nimmt, muss die Landwirtschaft ernst nehmen, muss sie fördern und sie nicht nur kritisieren. Wir wollen gerade im ländlichen Raum eine vielfältige Agrarstruktur erhalten. Unsere Landwirte schaffen es, hochwertige Produkte herzustellen und sie gestalten die Kulturlandschaft. Deswegen war das für uns auch ein sehr wichtiges Thema. Wir sind davon überzeugt, dass der Umweltschutz und das Tierwohl auch ganz wichtige Komponenten bei dem Thema Landwirtschaft sind. Und deswegen stellt sich die Frage, wie beides gut und vereinbar ist und zusammenfinden kann über das bisher schon vorhandene Maß hinaus. Dass dafür auch finanzielle Mittel erforderlich sind, um Umweltschutz, Tierwohl, gerade auch in dem landwirtschaftlichen Bereich zu fördern, weiterzuentwickeln, darüber sind wir uns einig. Keine Einigkeit besteht bisher darüber, wie diese Finanzmittel generiert werden sollen. Allerdings sind alle Parteien einig, dass diese Kosten, die dafür erforderlich sind, nicht einseitig zulasten der Landwirte gehen dürfen. In der Sache Verbraucherschutz sind wir uns einig, dass der Verbraucherschutz gestärkt werden muss. Entsprechende gesetzliche Regeln sind da noch genau zu überlegen. Allerdings ist nach Auffassung der CDU eins gewiss: erfolgreicher Verbraucherschutz ergibt sich nicht durch staatliche Bevormundung, sondern durch Augenhöhe, Schaffung von Augenhöhe, damit der Verbraucher notwendige Informationen und auch die rechtlichen Voraussetzungen hat, um sich selbst zu informieren und entsprechend geschützt zu sein im wirtschaftlichen Ablauf. Ja, Landwirtinnen und Landwirte haben eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft. Das gilt auch für ein Industrieland wie Deutschland. Denn sie sollen zum einen für gute Ernährung sorgen, gleichzeitig Aufgaben der Landschaftspflege und des Umweltschutzes, der Artenvielfalt übernehmen und darüber hinaus eben auch noch des Tierwohls erfüllen. Deswegen ist für uns als Freie Demokraten klar, dass wir für eine verlässliche Erwerbssituation für Landwirtinnen und Landwirte sorgen müssen. Und es ist schön, dass sich darauf die Gesprächspartner heute auch haben einigen können an dieser Stelle. Die Landwirtschaft hat was mit Wirtschaften zu tun. Sie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum. Und wenn wir uns gestern darüber unterhalten haben, wie wir den ländlichen Raum attraktiv machen wollen, welche zusätzlichen Maßnahmen es hier, Stichwort zum Beispiel Infrastruktur in Digitalisierung oder auch Verkehrsinfrastruktur bedarf, dann ist das natürlich alles nichts, wenn hier Arbeitsplätze, wenn hier Erwerbsmöglichkeiten in der Landwirtschaft wegfallen, sondern dann müssen wir uns darum kümmern, dass diese Erwerbsfähigkeit eben noch gegeben ist. Gut ist es, dass wir eine Möglichkeit über neue Technologien haben, dass teilweise sich widersprechende Interessen miteinander in Einklang gebracht werden können. Die Digitalisierung, neue Technologien bieten die Chance, zum Beispiel das Tierwohl mit kostengünstigeren Möglichkeiten herzustellen, bieten die Chance, den Einsatz von Antibiotika überflüssig zu machen oder auch den Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln erheblich zu reduzieren, sodass wir möglicherweise über die Digitalisierung sehr bald eine Brücke schlagen können zwischen den kostentreibenden Faktoren des Umwelt- und Tierschutzes und der eben Erwerbssituation. Wir als Freie Demokraten finden, das gibt eine große Chance, auch die Fragen der konventionellen Landwirtschaft und der ökologischen Landwirtschaft weiter anzunähern und sind sehr froh, dass wir genau an diesem Punkt in den nächsten Tagen weiter diskutieren wollen. Wichtig für uns auch, dass wir festgehalten haben, darüber zu diskutieren, das möglichst anzustoßen, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens brauchen über die Nutztierhaltung. Dass wir also alle gesellschaftlichen Gruppen zusammenbringen,
von den Landwirtinnen und Landwirten über die Verbraucherinnen und Verbraucher, über den Lebensmittelhandel, um einmal darüber zu reden, was ist gesellschaftlich bei der Nutztierhaltung gewollt und vor allem, was ist es uns wert? Der Punkt ist ja von Herrn Grosse-Brömer ja auch schon angesprochen worden. Man kann all diese Wünscheliste nicht nur den Landwirtinnen und Landwirten auferlegen, sondern muss dann als Gesellschaft eben auch Stichwort Verbraucherpreise sagen, wie bekommen wir das auch finanziell unter einen Hut. Und zum dritten Punkt des Verbraucherschutzes ist es gut, dass es um den mündigen, um den selbstentscheidenden Verbraucher geht in den weiteren Gesprächen. Wir als Freie Demokraten legen Wert darauf, hier Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen, weil das natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass wir Wahl- und Entscheidungsfreiheit haben. Und die sollte erhalten bleiben. Hier wenden wir uns gegen jede Form von Bevormundung. Aber wir müssen natürlich den staatlichen Rahmen dafür setzen, dass die Grundlage, sich selbst, sich mündig entscheiden zu können, über eine entsprechende Transparenz möglich ist. Darauf haben wir uns, sage ich mal, im Grundsatz verständigen können. Und wie wir diese Grundlage schaffen für Transparenz, das werden jetzt die nächsten Gespräche zeigen. Also von daher für uns als Freie Demokraten in einem sehr schwierigen Punkt ein durchaus hoffnungsvoller Ansatz für die Klärung der weiteren Details. Für die CSU gilt der Leitspruch, wir schützen die Bauern. Denn wir sind stolz auf die deutsche Landwirtschaft, vor allem auch in den unterschiedlichen Strukturen. Wir haben ja auch in unserer Landwirtschaftspolitik in Bayern den sogenannten Bayerischen Weg. Wir wollen vor allem auch die unterstützen, die kleinstrukturierter ihren Job machen. Und wenn Sie heute sehen, wir sind das erste Bundesland, das eine Arbeitslosigkeit unter 3% aufbietet, dann hat vor allem auch die Landwirtschaft einen riesen Anteil daran. Vor allem, weil die Landwirtschaft im ländlichen Raum der Wirtschaftsfaktor schlechthin ist, über diese landwirtschaftlichen Strukturen auch der wirtschaftliche Erfolg kommt. Und wir haben eine sehr moderne Landwirtschaft in Deutschland. Wir produzieren gesündeste Lebensmittel auch für den Export. Wir sind an dieser Stelle mittlerweile in Rekordregionen und Rekordniveaus angekommen, was wir an Lebensmitteln außerhalb Deutschlands vermarkten. Und deswegen ist uns dieser Bereich auch so wichtig. Es hat intensive Diskussionen gegeben, ja harte Diskussionen. Es wird sich dann auch in der weiteren Bearbeitung herausstellen, wo die Knackpunkte liegen. Die liegen vor allem auch in den Finanzströmen. Wir wollen nichts zulasten der Bäuerinnen und Bauern beschließen, was ihre finanzielle Situation betrifft, sondern mit den Bauern zusammen das Ziel erreichen, die neuen Herausforderungen mit politischen Rahmenbedingungen zu versehen. Und da ist natürlich auch der Sprung in das digitale Zeitalter auch für die Landwirtschaft äußerst wichtig. Es gibt da hervorragende Ansätze, weil wir haben nicht nur eine top aufgestellte Landwirtschaft, sondern auch eine sehr moderne Landwirtschaft. Und es bringt nichts, nur es mit dem Blick nach innen auf den deutschen Markt zu sehen, sondern weit darüber hinaus. Und deswegen wird es da noch viele Diskussionen geben. Wir haben jetzt das Papier fertig, aber Sie sehen auch, dass es noch offene Punkte und viele strittige Punkte gibt über diese Ziele, die formuliert sind, welchen Weg wir einschlagen. Und das bezieht sich auch auf den Verbraucherschutz. Die Eigenverantwortung ist das eine, die Transparenz, aber vor allem auch einen Verbraucherschutz, der sich im digitalen Zeitalter neuen Herausforderungen stellen muss. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher haben natürlich auch Anforderungen und Anspruch daran, dass sie verlässliche und stabile politische Rahmenbedingungen bekommen. Vor allem in den Geschäftsmodellen der Digitalisierung wird es eine große Herausforderung sein oder in den Finanzmärkten. Fakt ist, nach diesem Papier, dass wir natürlich eines nach vorne stellen wollen, und das ist neben der Landwirtschaft und dem Verbraucherschutz vor allem, dass wir am Image dieser Lebensmittel, die uns so wichtig sind für die gesellschaftliche Diskussion, mal ins positive Licht stellen, ein positives Image, und dort, wo Fehlleistungen sind, dass wir dort auch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen so setzen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich auf diese auch verlassen können. Und deswegen haben wir jetzt ein Papier. Trotzdem bleibt es noch ein schwieriges, großes Werkstück, was die Landwirtschaft und den Verbraucherschutz betrifft. Wir schützen
die bäuerliche Landwirtschaft, die Bienen und nicht die Agroindustrie. Es ist in den Gesprächen gelungen, über tiefe Gräben erste Brücken zu schlagen. Wir wollen, und es zeichnet sich auch ab, eine andere Landwirtschaftspolitik. Wir wollen dieses Prinzip wachse oder weiche, also immer größer werden oder kaputt gehen, durchbrechen. Dieses Prinzip ist weder gut für die Bäuerinnen und Bauern, noch ist es gut für den Verbraucher oder gar für die Natur und den Umweltschutz. Das heißt, es könnte sich was Neues abzeichnen, dass wir anerkannt haben, dass wir dieses Prinzip durchbrechen wollen und dass wir dafür eine andere Landwirtschaftspolitik brauchen. Und es war, das hat Herr Kollege Scheuer ja schon angedeutet, das war ein sehr hartes Ringen miteinander. Das ist ein für uns Grüne enorm wichtiges Thema. Wir wollen die Energiewende wieder flott machen, die in den Sand gefahren wurde, seitdem wir seit 2005 nicht mehr regieren. Wir wollen eine Agrarwende, wir wollen eine Verkehrswende. Da kommen wir sicherlich nochmal später drauf zurück. Und dass wir jetzt diesen Punkt anerkannt haben, dass wir eine andere Politik wollen, ist ein wichtiger Schritt. Der Fortgang der Gespräche wird zeigen, ob wir das auch in den Maßnahmen an allen Stellen unterlegen können, weil in der Tat sind wir bei den Maßnahmen noch strittig. Das heißt, ich würde sagen, wir sind ein Stück weit gekommen oder wir sind weitergekommen, als ich persönlich gestern Abend noch gedacht hätte, aber wir sind noch nicht weit genug. Das wären dann die Gespräche in den nächsten 2 Wochen zeigen müssen, weil die Frage der Einigung an diesen Stellen ist für uns zentral für den Fortgang. Wir haben uns auch geeint darauf, dass wir Ackergifte reduzieren wollen. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass im Sinne dieser Einigung das sondierungsfreundliche Verhalten der Regierung trägt und es keine Verlängerung von Glyphosat in Brüssel gibt, was ja ansteht. Wir sind uns auch einig, dass wir den Tierschutz, das Tierwohl voranbringen wollen. Dafür brauchen wir einerseits Ordnungsrecht, Maßnahmen des Ordnungsrechts, also mehr Platz für Schweine oder für Puten. Wir brauchen auch mehr Mittel für den Tierschutz und wir brauchen vor allen Dingen aus grüner Sicht ein verbindliches Tierwohllabel zur Kennzeichnung von Fleisch und tierischen Produkten. Darüber werden wir sicherlich noch weiter reden müssen. Wir haben im Verbraucherschutz das Leitbild, ein differenziertes Verbraucherschutzleitbild und ich möchte nur 2 Punkte am Ende dafür herausheben. Wir haben gesagt, es leitet fast schon über auf das Thema Verkehr, dass wir gesagt, wir wollen eine Gruppenklage, da wollen wir weiter reden, damit sowas, wie wir in diesem Skandal gesehen haben, damit Verbraucherinnen und Verbraucher gestärkt werden, sich wehren können. Und wir haben auch gesagt, wir wollen über die Frage von Datenportabilität, das heißt, wenn Sie Musik auf Ihr iPhone geladen haben und auf ein anderes System wechseln, dass Sie das mitnehmen, auch da wollen wir weiterreden. Das heißt, wir haben uns klar dazu bekannt, Verbraucherinnen und Verbraucher zu stärken. Das, was Sie jetzt gehört haben, organisatorisch, muss man schon noch dazu sagen, Herr Kollege Kellner, steht jetzt nicht in dem Papier drin, sondern das ist im grünen Wahlprogramm. Das ist nicht die Grundlage der Einigung, aber das nur als organisatorischer Hinweis für Sie. Sie haben das Papier ja verteilt und Sie können es selber bewerten. Viel Spaß dabei.